Hallo und herzlich willkommen im Kulturpolitischen Forum WDR 3. Mein Name ist Anja Backhaus. Ich freue mich auf eine rege Diskussion in der folgenden Stunde. Wir sprechen heute über die Herausforderungen ökologischer Nachhaltigkeit in der Kulturszene, und zwar auf allen Ebenen. Akteure beschäftigen sich ja inhaltlich künstlerisch mit Nachhaltigkeit, in der Gestaltung des Programms, aber natürlich auch in Bezug auch auf die Gebäude zum Beispiel oder auf den Veranstaltungsort. Unser Veranstaltungsort heute ist das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Das ist übrigens ein Ort, an dem wir Kunst erleben, die teilweise Jahrtausende alt ist. Also nachhaltiger geht es eigentlich gar nicht. Und die Kunst wurde wohl auch, würde ich mal sagen, zu großen Teilen sehr umweltschonend produziert. Also aus dieser Perspektive auch ein guter Ort für die Austragung der Kulturkonferenz des Landschaftsverbandes Rheinland 2023, von der wir jetzt gerade senden und die unter dem Motto steht: Kultur, Klima, Machen. Ja. Nun steht die Kunst ja auch nicht für sich oder die Kultur, sondern immer in einem Kontext. Bedeutet, es geht nicht um die Ölfarbe, es geht auch nicht über eine Bühne oder das Blatt Papier, auf dem der Poet sein Gedicht verfasst. Kunst will wahrgenommen werden, und zwar von einem möglichst großen Publikum. Je höher das Publikum oder je mehr, desto größer die Wirkkraft und desto höher auch die Emission. Das ist ein Dilemma, in dem sich Kunst und Kultur befinden, aber es gibt Möglichkeiten und Strategien, das zu lösen. Ein ganz wesentlicher Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Ich frage mal hier in die Runde, wer ist denn eigentlich mit dem Fahrrad da? Oh, das sind viele für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio. Ich würde mal Pi mal Daumen sagen, so 30. Ich meine, wenn ich jetzt frage, wer ist mit dem Auto da, traut sich eh niemand, sich zu melden. Ach doch, da ist jemand ganz mutig. Also eine Dame schon mal auf jeden Fall. Mobilität ist auf alle Fälle auch natürlich ein wesentlicher Punkt, sind wir heute auch schon drauf zu sprechen gekommen. Aber man muss sagen, grundsätzlich sind die Umweltkosten im Kunst- und Kulturbereich im Vergleich zur chemischen Industrie zum Beispiel oder zu Kohlekraftwerken oder zu Flugreisen natürlich relativ gering. Wieso es aber trotzdem und vielleicht sogar ausgerechnet im Kunst- und Kulturbereich wichtig ist, sich zu transformieren, darüber spreche ich jetzt mit unseren Gästen, die da sind. Bettina Mild, sie ist Koordinatorin für das in der Planung befindliche Pina-Bausch-Zentrum im Wuppertal, das voraussichtlich 2027 eröffnet werden soll. Vorher hat sie das Referat für Theater und Tanz im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen geleitet. Und jetzt leitet sie eben die Planungsphase und kann Einfluss nehmen auf die Prozesse auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Dann haben wir da Hamid Chai, er ist Konzert- und Festivalveranstalter, initiiert verschiedene Festivalformate in Düsseldorf, unter anderem das New Fall Festival, Park Live, Ehrenhof Open, leitet das Pong, ein Raum für Popkultur und Gastro, und im Zentrum seiner Arbeit stehen die sogenannten SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Tabea Leukert ist hier dabei, Expertin für nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen und Organisationen, und sie hat das Institut für Zukunftskultur gegründet. Und das Institut unterstützt Organisationen in ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Miriam Swast ist Kuratorin für Ökologie am Museum Ludwig und eine, die schon sehr weit fortgeschritten ist in dem Prozess, auch wenn sie wahrscheinlich gleich sagt, immer noch nicht weit genug. Natürlich kann es immer noch schneller gehen, aber sie wird viel erzählen über die Probleme, Herausforderungen und aber auch die Möglichkeiten, die es gibt. Sie hat auch das Green Culture Collective gegründet, ein Netzwerk klimaaktiver Kulturschaffender in Köln. Unter anderem ist auch das Rautenstrauch-Jost-Museum, mit dem wir heute sind, Teil des Kollektivs. Und Samuel Kramer, er ist Spoken Word Autorin, Performerin und schreibt gerade an einer Masterarbeit in Philosophie. Die Texte werden in Zeitschriften veröffentlicht. Ich sage das deswegen, weil wir vielleicht gleich auf das Thema Wut und Gefühle und Klima noch zu sprechen kommen, was Teil der Masterarbeit ist. Seine Texte werden veröffentlicht in vielen Zeitschriften, auch im Jahrbuch der Lyrik. Er hat Preise erhalten für seine Spoken Word Performances. Und inhaltlich geht es vor allem um die Zerstörung der planetaren Lebensgrundlage. Also, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Jetzt habe ich gerade gesagt, die Kultur ist nicht der größte Emittent. Wieso ist es aber trotzdem wichtig, dass man hier was tut? Tabea Leukert, Sie fokussieren sich ja mit dem Institut für Zukunftskultur auf die Beratung und Unterstützung der Kulturinstitution. Welche Rolle kann oder soll Kultur in dem Transformationsprozess eigentlich spielen? Geht schon direkt los. Ja. Ich habe gedacht, ich kriege eine Pause. danke, Anja, für die Frage.
Wir haben heute schon viel darüber gesprochen, dass der Fokus ganz häufig eben auf der betriebsökologischen Nachhaltigkeit liegt. Das ist auch richtig so. Das ist im Übrigen auch bei Unternehmen so, dass wir eben schauen, wie stark sind eben die Emissionen beispielsweise, wie stark ist der negative Impact auf Süßwassersysteme, auf Artenvielfalt, natürlich aufs Klima. Und gleichzeitig ist das nicht der einzige Punkt von Nachhaltigkeit, sondern es gibt auch einen Punkt, den nennen wir eben Produkt- oder programmatische Nachhaltigkeit. Auch das ist bei den Unternehmen so. Auch die Unternehmen müssen eben in ihren Produkten Innovationszyklen erarbeiten. Sie denken jetzt an Kreislaufwirtschaft beispielsweise. Und wenn wir in die Kultur reinschauen, dann ist es ja schon immer so gewesen, dass Kultur die Vermittlerin der Werte ist. Also wir diskutieren, wir gehen in Museen, in Theater, um uns mit anderen Themen, mit neuen Themen, mit provokanten Themen zu beschäftigen. Wir gehen auf Festivals, weil wir brauchen dieses Gefühl der Gemeinschaft. Wir wollen gemeinsam feiern, wir wollen gemeinsam Spaß erleben. Wir wollen uns berühren lassen. Und dieses sich berühren lassen ist ein wunderbarer Multiplikator für eben all die Themen und die Notwendigkeit der Transformation, die wir zwar wissen, aber wie wir eben auch schon überall erfahren haben, ja in der Umsetzung noch nicht so wahnsinnig weit sind. Da hängt es noch, ja. Jetzt haben Sie gerade Festivals erwähnt. Vielleicht können wir gleich, Herr Schai, Sie leiten ja Festivals in Düsseldorf und Sie haben in einem Podcast vor kurzem gesagt, Künstlerinnen und Künstler brauchen Raum und Bühne, um die Gesellschaft zu verändern. Also wieso rechnen Sie ausgerechnet den Kreativen diese Kraft zu, gesellschaftliche Prozesse anzuregen und eine Gesellschaft verändern zu können? Weil ich glaube, ich bin ja selber kein Künstler, aber als Kulturmacher schaffe ich Kultur oder Bühne für Menschen, die eine Story to tell haben. Und Menschen, die eine Story erzählen, wollen ja was erreichen, wollen was verändern, sonst würden die nichts erzählen. Und ich schaue mir mal zum Beispiel die großen Bewegungen auf der Welt, ne? Also das ist, also für mich ist Hip-Hop eine der größten, stärkste Ausdruckweise der jungen Menschen. Und wie viel Kraft, aber auch sehr viel Hass in diese Kunstausdruckweise steht, das ist für mich auch ein Zeichen, dass die Menschen, die sich die Mikrofone in der Hand nehmen, nach außen schreien, ihre Wut ausdrücken wollen. Und ich glaube, also mich berührt das, meine Kinder auch, wenn wir auf die Konzerte gehen und wenn wir uns halt mit Kunst auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, das ist der Job von Künstlerinnen und Künstlern, die Gesellschaft zu verändern. Samuel Kramer, Sie sind ja Künstler. Empfinden Sie das auch so? Ist das Ihr Job, die Gesellschaft zu verändern? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall meine Verantwortung. Ich finde, das ist ganz wichtig für mich als Einzelperson, Verantwortung erstmal politisch zu denken und nicht irgendwie ökonomisch oder konsumerisch oder so. Und das ist ja auch, wenn ich mir dann ein Haus oder eine Institution anschaue, finde ich das auch, wäre es auch meine Philosophie. So, also ich glaube, es ist meine Verantwortung, das zu tun. Die andere Frage ist, wie gut ich darin bin mit Kunst und wie gut das mit dem zusammenpasst, was ich liebe und was ich auf jeden Fall machen will. Und da bin ich sozusagen vorsichtig, weil ich mir darüber bewusst bin, dass wir leicht gerne glauben, was uns super gut in den Kram passen würde. Und es würde mir total gut in den Kram passen, wenn das, was ich liebe und ich irgendwie auch gut kann, das gleichzeitig auch das Beste ist, was ich für den Planeten tun kann. Und ich bin da einfach vorsichtig. Zumindest hat meine Erfahrung gezeigt, dass wenn ich mich auf eine Bühne stelle und einen Text präsentiere, die Wirkung selten ist, was ich intendiert habe, wenn ich so eine ganz klare Idee hatte. Also ich habe einen Text gemacht, da habe ich Fakten aus dem Bericht des Weltklimarates vorgetragen mit einer ganz klaren Idee, warum ich das mache. Also es war ein durch und durch im strengsten Sinne politischer Text. Und das hat sehr viel weniger gebracht als andere Dinge aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen. Woran kann sie das denn messen, was der Text gebracht hat? Das kann ich, also natürlich kann ich das überhaupt nicht messen erstmal in einem strengen wissenschaftlichen Sinne, aber ich kriege ja mit, zum Beispiel kommen Leute zu mir, sprechen mit mir darüber. Und ich glaube zum Beispiel, einer der Sachen, die ich selber
auf die ich selbst am meisten stolz bin, ist tatsächlich eine Veränderung, die ich in Kulturinstitutionen bewirkt habe. Also ich komme aus der Poetry Slam Szene. Ich habe früher sehr viel Poetry Slam gemacht, jetzt nicht mehr so viel. Aber ich habe in dieser Szene einfach ein Thema höher auf die Agenda gesetzt, was vorher nicht so war. Ich habe dafür gesorgt, dass es riesige Kooperationen gab. Also nicht ich das habe das gemacht, aber Veranstalterinnen haben mir gesagt, Samuel, das haben wir schon auch wegen dir gemacht, weil du dich 2016 auf die Bühne gestellt hast und Klimawandelfakten vorgelesen hast. Und dann hat es natürlich irgendwie den intendierten Effekt, aber es hat überhaupt nicht die Leute genau im Publikum. Und vielleicht hat das Backstage-Gespräch da auch mehr gebracht. Also vor allem über das Ausmaß bin ich mir sozusagen, bin ich vorsichtig, als auch über die genaue Wirkungsweise, wie sich das steuern lässt. In jedem Fall glaube ich, dass wir alles, was wir haben, in die Waagschale werfen müssen. Also da mache ich einen kurzen, mache ich gleich auch einen Punkt. Kunst möchte ich auf keinen Fall auf ein Podest stellen, als sozusagen die Speerspitze, wo der ökologische Wandel stattfindet. Aber es ist einfach ein Bereich des Lebens und muss sich wie alle anderen auch fragen, was können wir beitragen? Und dann müssen wir uns gar nicht mehr so sehr mit der Frage beschäftigen, ist jetzt das Gedicht der beste Ort, um Ökologie zu verhandeln? Nein, es ist ein Ort, wo es auch passieren muss. Also verstehe ich das richtig? Hat die Kunst die Aufgabe, die Pflicht, die Auswirkungen des Klimawandels zu thematisieren? Also aus einer politischen Perspektive würde ich sagen, ja. Und aus einer ästhetischen Perspektive würde ich sagen, es geht gar nicht anders. Also ich lebe im Anthropozän, ich lebe in einer Zeit, in der meine Zukunft derart ungewiss ist in Bezug auf ganz basale Dinge wie Unterkunft, Gesundheit, Sicherheit, innere und äußere Sicherheit. Und wenn meine Texte das nicht repräsentieren würden, dann wäre es, als würde ich die schreiben in einer anderen Zeit, in einem anderen Land. Das wären nicht die richtigen Texte für die Zeit. Ja. Ja. Jetzt ist es natürlich so, also dass die Kunstfreiheit bei uns ein sehr ein hohes Gut ist, auch im Kulturbetrieb. Sollte es Künstlerinnen und Künstlern dann nicht eigentlich selbst überlassen werden, inwieweit sie sich den Problemen der Naturzerstörung zuwenden? Oder sagen sie, eigentlich hat man gar keinen Grund, daran vorbei zu arbeiten? Das ist ganz gut der Unterschied zwischen was ist ein Gesetz und was ist eine moralische Norm. Also es gibt ja sehr viel, zu dem wir diskutieren können, ist man dazu moralisch verpflichtet. Ich würde sagen, man ist moralisch verpflichtet, einen großen Teil seines Einkommens abzugeben, wenn man das hat. Aber wir haben kein Gesetz, das das Leuten vorschreibt. Und ich glaube, das hat auch gute Gründe, beziehungsweise bei Steuern wäre es vielleicht gut, wenn die höher wären. Aber sozusagen, es ist ein Unterschied, wenn ich sage, es gibt meines Erachtens eine moralische Verantwortung und es gibt einen ästhetischen Zweck davon, sozusagen, das zu tun. Und es ist was völlig anderes, jetzt zu einer befreundeten Autorin hinzugehen und zu sagen, hör mal, du solltest aber über andere Dinge schreiben. Also das ist ja, das möchte ich ganz klar auseinanderhalten. Das ist eine Verantwortung, die ich für mich so begreife und die ich für andere auch so begreife, aber da würde ich bei anderen auch erstmal ganz woanders ansetzen. Also würde ich sagen, komm doch mal mit auf eine Demo, bevor ich Leuten in ihre Gedichte reinrede. So. Ja, Hamid Shah, weil Sie gerade so mit dem Kopf genickt oder beziehungsweise geschüttelt haben, gerät die Kunst nicht in die Gefahr, dann zu so einem moralischen Appell für eine ökologisch verantwortliche Lebensweise zu werden? Also wie weit darf Kunst gehen? Kunst darf so weit gehen, bis die Menschen nicht verletzt werden, finde ich. Und ich bin als Veranstalter, natürlich, wir reden über künstlerische Freiheit, aber auch selbst da ist es für mich eine Verantwortung. Ich gebe auch nicht jeden rassistischen oder antisemitischen Künstler eine Plattform. Das will ich einfach nicht. Und da hört für mich auch die Freiheit auf. Und finde ich natürlich, weil der Künstler eine Botschaft hat und das Botschaft ist, lass uns gemeinsam unsere Welt retten, unsere Zukunft retten, dann ist es seine Botschaft und das ist seine Freiheit, wie er das halt natürlich ausspricht. Aber meine Freiheit als Veranstalter kann ich ja sagen, bestimmte Künstler gebe ich überhaupt keine Bühne. Ja, Miriam, was, wenn wir das jetzt hören, was der Kunst und der Kultur auch an Kraft zugesprochen wird in dem Transformationsprozess, was bedeutet das konkret für die Museen der Zukunft? Also inwiefern müssen sich auch Museen verändern, wandeln? Vorhin sprachen Sie mal von einem Museum als Organismus. Was bedeutet das auch, wenn der gesellschaftliche Part so groß ist?
Das werden wir herausfinden müssen, ne? Also wir müssen jetzt uns Fragen stellen, jedenfalls nach unserer Relevanz in vielen Bereichen, in denen wir sie noch nicht gesehen haben oder noch nicht übernommen haben, oder diese Verantwortung. Insofern glaube ich, stehen wir einfach vor einer Situation oder erleben, es kann so nicht weitergehen, aber wir haben noch nicht so eine richtige Vision, wohin es gehen kann als Museum. Und da müssen wir uns finden, gemeinsam mit den Menschen, die zu uns kommen, finden. Darf ich noch einmal ganz kurz was sagen zu der Frage, die hier eben aber noch davor gestellt war, weil ich glaube, das ist gar nicht ungefährlich, die Frage so zu stellen, ist die Freiheit der Kunst gefährdet? Müssen KünstlerInnen jetzt über Ökologisches schreiben? Das triggert alle Ängste, die ich erlebt habe, auch im Museum. Das triggert alle, die sagen, ihr seid und wir sind hier und wir gucken, dass wir jetzt, dadurch sind wir nicht mehr inklusiv, dadurch erreichen wir, glaube ich, Menschen nicht. Und ich glaube, das ist auch die total falsche Frage, weil, also so wie ich das verstehe, geht es ja, wenn wir jetzt ganz konkret an der Frage bleiben, welche Kunst hilft uns? Dann ist das nicht unbedingt Kunst, die darüber spricht, was die 1,5-Grad-Grenze bedeutet oder was Treibhausgase sind. Also das ist so sehr plakativ und das denkt man vielleicht als erstes. So wie ich das begreife, ist es aber auch sehr möglich, auf einer weniger ausgesprochenen Ebene Menschen zu bewegen, indem man oder aufzuklären, indem man eben genau darüber spricht, was ist eigentlich unser Körper, was braucht unser Körper? Unser Körper ist Eiweiß, ab Eiweiß kann über eine bestimmte Gradzahl nicht mehr existieren, das heißt, wir können es nicht. Ich weiß nicht, das ist jetzt sehr, vielleicht auch wieder zu plakativ. Ja, oder aber weiter, was ist ein sinnhaftes Leben, was wollen wir, wie wollen wir die Zukunft gestalten, das sind ja auch Dinge. Ja, oder jetzt im Beispiel der grünen Moderne, was ist Leben? Was ist eine Pflanze, was ist ein Mensch, wie seit wann wissen wir, wie wir voneinander abhängen und warum ist unser Denksystem im weißen Westen und so weiter auf eine bestimmte Art geformt, dass wir mit Pflanzen auf eine bestimmte Art umgehen. Also das sind jetzt alles nur Beispiele, um aber vielleicht so ein bisschen rauszukommen aus dieser Falle, zu glauben, es geht nur, dass wir jetzt Klima ständig thematisieren, ganz plakativ, um wirklich die Kultur zu nutzen, um weiterzukommen. Ja, genau, aber deswegen bespreche ich das ja hier mit Ihnen auch auf diesem Forum. Deswegen haben Sie ja hier auch die Möglichkeit, genau das dazu zu sagen und sich dazu zu Wort zu melden. Frau Lockhart, Sie hatten auch gerade gesagt, Sie würden gerne noch was sagen zu dem Thema. Ja, bei mir kam da eben ein ähnliches Gefühl auf wie bei dir, Miriam. Wir müssen vorsichtig sein. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, es gibt seitens der AfD-Fraktion von vor 3-4 Wochen ein Statement, das genau in diese Richtung geht und das in Richtung Kunstfreiheit und Ökodiktatur geht. Also es ist jetzt so, wie wir schon seit einer Weile darauf warten, dass wir sehen, dass es thematisch eben auch gekapert wird und die Kulturszene genau dieser Vermutung ausgesetzt wird. Es ginge nicht mehr um die Kunstfreiheit. Wir wissen, das sind Strukturen, die wir aus anderen Diskussionsbereichen heraus kennen und deswegen muss man einfach, glaube ich, deswegen sind wir beide darauf angesprungen, so ein bisschen vorsichtig sein. Und da würde ich gerne zu dem zurückkommen, Samuel, was du eben gesagt hast. Wir müssen, glaube ich, unterscheiden lernen, ob wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, weil es der Kontext ist, in dem wir leben. Und dann ist es eben kein Thema mehr. Also ist es der Inhalt eines Stücks, ist es der Inhalt einer Ausstellung, ist es der Inhalt, das obliegt der Kunstfreiheit und den Veranstaltern vorzugeben, wo die Grenzen sind und wo die Haltung ist. Da gehe ich mit. Aber ist es der Kontext? Es ist so, dass es eine wissenschaftliche, es ist eine Notwendigkeit und ist nicht die Frage der Sinnhaftigkeit. Ist nicht die Frage, es ist sinnhaft, dass wir uns transformieren. Die können wir uns gerne stellen, dann müssen wir aber auch offen die Frage stellen, dass es sein kann, dass wir dann sagen, unser Sinn besteht so lange fort, bis wir nicht mehr fortbestehen. Ja. Und deswegen, ich glaube, wäre wichtig, da den Unterschied zu setzen. Natürlich gibt es die Kunstfreiheit innerhalb der thematischen Ausrichtung. Ja. Aber nicht so sehr in dem Kontext, weil der ist wissenschaftlich genug beschrieben. Absolut, also natürlich ist das klar, was mit sinnhaft natürlich aber auch mitschwingt, ist, dass man darüber diskutieren muss, was ist wichtig im Leben. Und da gibt es im Moment immer noch in unserer Leistungsgesellschaft zum Beispiel Werte, dass derjenige zum Beispiel respektiert wird und anerkannt wird, der jetzt, also es ist jetzt natürlich sehr polemisch, ein großes Auto fährt oder der ein sehr großes Haus besitzt. Das meine ich mit, dass man auch natürlich über Kunst und Kultur
über Lebensmodelle diskutieren kann, über Werte, über das, was eigentlich wichtig ist. Das war mit sinnhaft gemeint, was natürlich dann dazu führen kann, dass das Leben vielleicht auch mal eine Wendung nimmt, die dann im Sinne des Klimawandels ist. Das war der Grund. Ich glaube, Herr Kramer, Sie wollten noch was sagen. Ja, ich finde das... Es ist ja immer schwierig, wenn man von Kultur spricht. Das wissen alle, die irgendwas mit Kultur studiert haben, und die anderen wissen es auch, dass das super schwierig ist. Und da schwingt, glaube ich, oder das ist Teil des Grundes, warum Leute, die dann so eine Kampagne starten oder die sozusagen so diskursiv darauf antworten, die haben dann nicht nur Angst, dass im Theater nicht mehr das passiert, was sie machen wollen. Also, weil ich glaube, ganz oft gehen Leute, die Angst davor haben, dass im Theater irgendwie die Kunstfreiheit abgeschafft wird, die gehen gar nicht ins Theater, so. Sondern die haben eben Angst, dass sie nicht mehr SUV fahren dürfen. Und das ist auf eine Art und Weise berechtigt und auf eine andere Art und Weise wieder nicht berechtigt. Es ist nicht berechtigt, weil ich differenzieren kann zwischen, also genau diesem Kontext und Thema, und aber auch zwischen verschiedenen Freiheiten. Und das, also einmal nur ganz kurz dazu, es gibt keine Freiheit, SUV zu fahren. Ja, das steht nicht im Grundgesetz. Und ich kann auch sagen, es ist scheiße, dass du ein SUV fährst und trotzdem die Person dahinter respektieren. Und mal, um sozusagen zurückzukommen zu dem Kunstthema, da möchte ich an, was Frau Leukert gesagt hat, anknüpfen. Wir befinden uns nicht nur in einer Situation der individuellen Bedrohung, sondern auch in einer Situation, in der Kunst und Kultur extrem bedroht sind. Das heißt, die Bedingungen der Möglichkeit unseres Lebens sind bedroht. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Theater und Museen sind nicht das Wichtigste auf der Welt. Ja, wenn das Essen knapp wird, dann wird das Museum den Leuten aber komplett egal. Das heißt, diese Stätten und diese Praktiken, die uns so am Herzen liegen und die auch so wichtig sind, die sind mit als allererstes gefährdet und müssen mit als allererstes die Bedingungen ihrer Möglichkeit überdenken. Und da gibt es eben eine Notwendigkeit. Also eine Kunstform, die nicht die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit reflektiert, ist einfach komplett weltfremd. Das ist überhaupt nichts mit vorgeschrieben oder irgendeinem Denkzwang, sondern das ist eine reine logische Frage meines Erachtens. Ja. Ja, und an dem Punkt meinte ich auch die Räume, die Sie eben sagten, inwiefern muss sich auch ein Museum vielleicht auch öffnen, anders aufstellen für die Zukunft, um jetzt nochmal auch zurück dahin zu kommen. Frau Milz, Sie haben noch gar nichts gesagt. Es geht ja auch natürlich um das Theater, das hatte Samuel Kramer gerade angesprochen. Wie wird oder muss sich denn das Theater der Zukunft auch aufstellen, nach all dem, was wir jetzt schon gehört haben? Wie muss es? Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die intelligente Künstlerinnen und Künstler wollen, also die wollen sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und wir haben jetzt ja schon über einiges gesprochen. Ich finde, es ist nochmal ganz wichtig, diese Differenzierung von Kunst und Kultur. Das Thema hatten wir eben schon. Das sind zwei ganz unterschiedliche, also wir haben natürlich eine Schnittmenge, aber es sind unterschiedliche Themen. Und weil Sie eben über den Ort Rautenstrauch-Jost gesprochen haben, was ja ein wunderbarer Ort ist, der sich ja auch politisch sehr positioniert. Ich war das letzte Mal hier bei der Ausstellung Resist an einem Abend, wo es um die Rückgabe der Benin-Bronzen ging. Und da war eine ganz wunderbare Diskussion mit einem afrikanischen Kollegen, dessen Name mir jetzt nicht einfällt gerade, aber der darüber sprach, dass es eine Differenz gibt zwischen der Betrachtungsweise dieser Bronzen, nämlich ob es Objekte oder Subjekte sind, dass es eben in den Kontexten in den afrikanischen Ländern Subjekte sind, die man begrüßt, die man auch mit denen man in bestimmten Ritualen umgeht, und dass es bei uns in den Museen Objekte werden, die herausgerissen sind aus dem Kontext. Ich sage das jetzt deshalb, weil die Frage nach dem Theater ja auch eine ganz große Frage ist. Also erstaunlicherweise haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Städte wie Duisburg, Gelsenkirchen als erstes wieder sofort ihre Theater eröffnet. Die Ruhrfestspiele sind unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Ich glaube, dieses Grundbedürfnis von Menschen zusammenzukommen und einen Diskursraum zu haben, um eben genau solche Dinge wie das, was wir heute besprechen, zu verhandeln, sitzt ganz tief. Und das kann jetzt ein Gebäude sein, es kann aber eben auch, wie das, was ich eben gezeigt habe, jetzt am Wochenende bei uns, Wundertal mit 200 Beteiligten im Alter von, ich glaube, 14 bis, die Älteste war 88, die eine Stadt betanzen und damit einen Raum der sozialen Energie schaffen. Also es können ganz andere Räume sein. In den Konzerten ist es sehr normal, dass es draußen ist, im Stadtraum oder auch auf der grünen Wiese. Aber ich glaube, dass dieses, man kann das ja nicht auf die Institution reduzieren. Und deshalb, ja, sicherlich, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sie haben eben Brecht zitiert.
Das wird, wenn es ernst wird, und das wird es, da bin ich mir auch ganz sicher, deshalb ist es teuer, wenn wir nicht handeln, und es ist total fahrlässig, wenn wir nicht handeln. Aber ich glaube trotzdem, dass wir eben solche Räume der sozialen Energie brauchen, in denen wir einerseits Begegnung haben, aber eben auch mit dem, was wir alle nicht verstehen, umgehen können. Vielleicht soweit. Und einen Punkt noch, den ich interessant fand, deshalb kam ich auf die Benin-Bronzen eben, als ich Ihnen zugehört habe, weil eben dieses, das ist einerseits die Unterscheidung Subjekt-Objekt, andererseits die Tatsache, dass eigentlich dass dieses Subjekt-Skulptur immer verbunden ist mit einem rituellen Kontext. Das ist ja auch der Ursprung von Theater und von vielen Künsten. Das heißt, eine Skulptur ist immer eingebunden, auch in ein kollektives Ritual, was mit dem Theater ja auch viel zu tun hat. Und ich glaube, ich sage es auch, weil natürlich der ganze Kontext, wir können über Klima sprechen, aber wir können es ja gar nicht trennen von den globalen Kontexten, die im Kolonialismus geschaffen worden sind, die im Moment in den postkolonialen Debatten verhandelt werden, weil wir eben Folgen haben, die ganz an anderen Stellen dieses Globus zutage treten, die in unserer Verantwortung liegen. Uns geht es hier verdammt gut. Aber wir haben, ich weiß gar nicht, 100 Millionen Menschen auf der Flucht, zu großen Teilen wegen Kriegen, und auch die Kriege haben, oder Hungerkatastrophen, die haben ja auch damit zu tun. Ich will jetzt aber gar nicht pessimistisch werden. Ich bin geprägt vom Aktionsnetzwerk Kunst und Nachhaltigkeit. Einfach machen, anpacken, Club der Willigen, also die zusammennehmen, die Lust haben, was zu verändern. Und ich empfinde es als lustvoll, weil ich glaube, ich bin von Godard geprägt. Es geht darum, Kunst politisch zu machen und nicht politische Kunst zu machen, das hat er mal so schön gesagt, und mit diesem die eigenen CO2-Bilanz in den Blick nehmen, kommen wir eben auf Themen wie das, was Hrotzwast eben sagte: Ich arbeite mit türkischen Künstlerinnen, was sind eigentlich meine Handlungskontexte mit der Türkei und so weiter. Ja, jetzt haben Sie auch sehr weit das aufgemacht. Sie hatten gerade nochmal den CO2-Abdruck genommen, ich würde jetzt gerne nochmal auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier sind, noch mal zu diesem wirklich konkreten Punkt kommen. Wie geht man denn vor? Was kann man denn machen im ökologischen Transformationsprozess? Frau Swast, Sie hatten vorhin auch den Handabdruck noch mal erwähnt, weil viele ja immer über den ökologischen Fußabdruck gehen. Das heißt, eher mal das Positive sehen, etwas zu tun. Das Museum Ludwig macht wirklich schon etwas. Sie sind da Kuratorin für Ökologie. Wo haben Sie denn eigentlich angefangen? Vielleicht können wir das hier in dem Rahmen noch einmal kurz sagen. Sie waren schon da, Kuratorin, und dann hieß es, machen Sie einfach mal. Wo fängt man da an? Es gab diesen Auftrag nicht, machen Sie einfach mal. Es gab im Joe Fix den Moment, den Finger zu heben, zu sagen, ich hätte Lust. Und das wurde mit Schweigen zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn es kein Nein gibt, dann... Haben sich auch andere gemeldet? Oder? Die haben sich dann sehr schnell gemeldet, Gott sei Dank. Eben, es ist gar nicht allein mein Thema oder mein Gebiet, sondern es haben sich sehr schnell sehr viele dazu getan und waren, so habe ich es empfunden, fast dankbar, eine Möglichkeit zu bekommen, außerhalb ihres privaten Raums auch noch zu handeln, jetzt in einem größeren Kontext. Ne? Insofern war es tatsächlich dieses Moment des gemeinsamen Interessens bekunden, und dann loslegen. Und da gibt es einfach so unglaublich viele einzelne kleine Schritte, die wir gemacht haben, um diese niedrig hängenden Kirschen erstmal wirklich zu pflücken und zu sagen, okay, wir brauchen Fahrradständer. Es gibt einen Fahrradbeauftragten in der Stadt Köln. Ich hatte mit der Person nie zu tun. Ich wusste, dass es die Funktion, also ich wusste nicht mal um diese Funktion, aber dann nehmen wir doch Kontakt auf. Das kostet uns gar nichts. Wir haben ein paar Fahrradständer bekommen. Wir haben einfach ein kleines Erfolgserlebnis. So, und das war meine Strategie. Man kann auch andere fahren, aber das war so die Strategie, die, glaube ich, für uns erstmal so ins Handeln gebracht haben, erste Erfolgserlebnisse zu bekommen. Und dann aber jetzt wirklich immer mehr das Wissen zu vertiefen und immer mehr an die Substanz zu gehen und zu verstehen, okay, wir brauchen dieses Kollektiv, dass wir da in der Gruppe sind, innerhalb des Museums, aber auch eben hier innerhalb in Köln mit dem Green Culture Collective. Wir müssen jetzt irgendwie größer denken und an die Politik ran oder an große Fördertöpfe. Also insofern war für uns bottom-up, von klein zu größer, von wenig Wissen zu mehr Wissen, und dann mal gucken, wo es hingeht. Vielleicht, dass wir mal so eine Orientierung haben. Wie viel Zeit investieren Sie tagtäglich in diese Arbeit? Ganz konkret. Ja, die meiste. Ja, also den größten Teil Ihrer Arbeitszeit, der
es geht halt nicht nebenbei, also, das hatten wir vorhin ja schon mal. Ne? Es geht nicht nebenbei und ich bin offiziell nach wie vor auch Kuratorin für die Sammlung Fotografie und das mache ich gerne, aber wenn ich ehrlich bin, geht im Moment immer noch sehr, sehr, sehr viel Zeit in das Ökologische. Wir versuchen, feste Stellen einzurichten am Museum auch, um es noch weiter zu professionalisieren mit KlimamanagerInnen oder wie auch immer man die Position bezeichnen möchte. Das ist unheimlich wichtig, damit wir entlastet werden zum Teil im Team, aber auch damit es noch weiter professionalisiert wird und bestimmte Normen erfüllen können und so weiter. Also ISO-Normen. Insofern die ehrliche Antwort ist, es geht fast viel zu viel Zeit im Moment da in diesen Bereich, mehr als meine Kraft eigentlich auf Dauer zulässt. Und deswegen müssen wir darüber reden, müssen wir Strukturen schaffen in den Häusern, die es ermöglichen, zu professionalisieren und trotzdem gemeinsam voranzuschreiten und nicht in 2 Jahren ausgebrannt zu sein, uns zu verlieren. Ja, welche Strukturen können das sein, Frau Leukert? Wie kann man das schaffen? Netzwerken, kooperieren, das sind natürlich immer wieder die wesentlichen Punkte. Wie kann man sich wirklich unterstützen? Ja, also Netzwerke und rübergreifen ist natürlich wahnsinnig wichtig, ist aber auch ein Zeitfaktor, ne? Ich hätte jetzt schon fast ketzerisch mal gefragt, wie viel eigentlich von den Überstunden da reingehen und nicht sozusagen innerhalb der Arbeitszeit. Darf ich kurz was zur Frage davor sagen mit der Zeit? Weil wir gucken immer ganz genau, wie viel Zeit Organisationen brauchen. Das heißt, ich könnte mit so ein paar Zahlen dienen. Ja, also genau. Also welche Zeitressourcen dabei? Ja, klar, gern, wenn Sie da konkrete Zahlen haben. Also die Organisationen, mit denen wir arbeiten, in denen ist es so, und das ist eben eine Vorgehensweise aus dem strategischen Nachhaltigkeitsmanagement, dass wir erst alle befragen. Damit haben wir eben schon direkt diesen Moment der Wissensvermittlung mit dabei. Das heißt, wir befragen die komplette Belegschaft, entweder in einer Umfrage oder im besten Fall in einem Workshop. Und wir fragen, wo sind eure Ideen, worauf habt ihr Lust, was wollt ihr umsetzen, aber auch woran scheitert ihr, wo sind Widerstände, wo sind politische Widerstände. Viele von den Häusern hier haben einen Kontraktionszwang. Die können gar nicht von alleine auf Ökostrom umstellen. Die sind an die Stadt angebunden. Das heißt, so rauszufinden, wo sind die eigenen Entscheidungsspielräume. Das sind so Workshops, das dauert 3-4 Stunden in etwa. Und daraus bildet sich eine kleine AG. Und dann guckt man, wir fragen immer, wie viel Zeit habt ihr denn konkret? Wie viel könnt ihr reingeben? Und diese AG trifft sich einmal im Monat, manchmal alle 2 Wochen. Kommt drauf an, wie viele Themen da liegen. Und die fängt an, diese Maßnahmen zu sortieren. Das heißt, am Anfang ist es irgendwie mal ein Workshop, dann ist es eine AG. In der AG sitzen vielleicht 6-7 Leute aus den einzelnen Bereichen. Die verbringen 1 Stunde die Woche miteinander. Und daraus wird dann immer mehr eben eine Nachhaltigkeitsstrategie. Mhm. Und im besten Fall gibt es aber irgendwann Leute, die das halt qua ihres Auftrags tatsächlich dann umsetzen. Also die einfach eine Teilzeitstelle bekommen oder ein paar Stunden aus ihrem Budget heraus, um das zu koordinieren, weil das braucht natürlich. Also das heißt, es ist wirklich auch bezahlt und eben nicht ehrenamtlich und nicht nebenbei. Es ist eine Stelle, die eingerichtet wird. Ja. Und dafür gibt es immer mehr Netzwerke. Mhm. Also ja, auch da, ich kann immer nur auf die Future Women hinweisen, eine Vereinigung von Frauen im Nachhaltigkeitsbereich, die unglaublich groß geworden ist in den letzten Jahren. Aber das gibt es, also wir selbst haben ein Netzwerk gegründet, in dem wir uns austauschen zu Themen. Das Aktionsnetzwerk ist ein tolles Netzwerk, um zusammenzukommen und miteinander zu diskutieren. Also diese Netzwerke gibt es, aber wie gesagt, auch dafür ist, glaube ich, die erste Frage immer, woher nehme ich die Zeit und habe ich das Commitment der Geschäftsleitung, dass ich meine Zeit da reingeben darf? Und dass man gezielt auch wahrscheinlich Hilfe bekommt, also dass man nicht einfach so grundlegend sich im Austausch, sondern häufig ist es ja so, dass es ganz gezielte Fragen sind, ganz gezielte Punkte, wo man sagt, wie machen wir das jetzt am besten mit dem Müll oder, und dass man so jemanden hat, wo man sagt, wie macht ihr das, wie regelt ihr das, da kann man sich austauschen. Wie macht ihr das eigentlich bei euch, Herr Schai, wie machen Sie das denn unter den Festivalveranstaltern? Gibt es da einen Austausch, gibt es da Kooperationen, gibt es da Möglichkeiten? Nicht wirklich, aber das ist so jetzt gerade der Stand, dass es anfängt immer mehr zu werden. Also wir tauschen uns immer mehr auf verschiedenen Podien und es ist, mittlerweile gibt es auch keine Pop-Konferenz mehr oder Musikkonferenz mehr ohne das Thema Nachhaltigkeit. Das freut mich sehr. Aber das Thema kommt immer mehr an, gerade auch nicht nur im Festivals, sondern auch im Clubbereich, dass die Menschen, also es gibt auch in Köln ein oder andere Kollegen, die sich zum
Green Culture Manager ausgebildet haben. Und es findet wirklich immer mehr statt. Das freut mich total. Mhm. Ich finde aber auch bei dem Clubbereich oder bei dem Bereich, wo ich arbeite, ich merke, das ist echt wirklich unterschiedlich. Ja? Also es ist halt, in einem Instituten gibt es immer Strukturen. Ja, und da gibt es einfach Uhrzeiten, wo du arbeitest oder auch nicht arbeitest. Und deswegen, ich merke mir gerade so einen Widerspruch. Ich mache es Nachhaltigkeit, weil ich unbedingt Nachhaltigkeit, weil ich gerne das mache, weil ich wirklich bewegt bin davon und ich tue. Und bei uns ist auch, ob ich jetzt 9 Stunden oder 10 Stunden arbeite, interessiert uns ehrlich gesagt nicht. Aber das ist, glaube ich, auch der Unterschied, in welchem Bereich man arbeitet, wo kommt man her und was hat man von den Strukturen. Das ist ganz klar, in einem Institut, in einer Bibliothek, in einem Theater herrschen ganz andere Strukturen zum Glück als beim Popkultur. Da sind wir ein bisschen flexibler. Auf welche Widerstände stoßen Sie denn, wenn Sie zum Beispiel mit den Festivalmachern in den Austausch gehen? Ist das selbstverständlich, dass alle auch sagen, klar, machen wir, wir stellen uns hier nachhaltig auf? Sie hatten vorhin mal angedeutet, dass das teilweise auch nicht so einfach ist. Ganz ehrlich gesagt, es gibt halt viele junge, neue, mutige Festivalmacherinnen, da ist viel einfacher, den Zugang zu finden. Und bei diesen alten Schulen, sage ich mal, ne, wo sehr viel alte, weiße Herren die Festivalleitung übernommen haben oder von Ewigkeit seit 80er Jahren die Festivals machen, es ist super schwierig zu sagen, dass es eigentlich ein Festival ohne Nachhaltigkeitskonzept gar nicht mehr geht, es gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und interessant ist, dass es mittlerweile auch selbst bei denen ankommt, aber nicht, weil die so gerne nachhaltig arbeiten, sondern die merken, die verkaufen einfach weniger Tickets. Ja, also da fängt sich an, einfach das Umdenken zu beginnen. Das heißt, Sie erschließen auch neue Zielgruppen tatsächlich auch mit dem Aufstellen von nachhaltigen Festivals? Also ich glaube, die Zeiten, dass man wegen einem Band zu einem Festival geht, sind vorbei. Man geht, um eine bestimmte Gruppen von Menschen zu treffen, die so einem wie einem ticken halt, ne? dass die gleich denken, dass dieselbe Werte haben. Und natürlich, Musik ist mittendrin und ein die wichtigste Säule auf einem Festival. Aber es gibt, finde ich, schon einen Unterschied zwischen einem gut gemachten Boutique-Festival, der inhaltlich wertvoll ist, musikalisch wertvoll ist und bestimmte Werte hat, als eine Festival, die mehr ein Kirmes ähnelt als ein Musikfestival. Ja, das ist dann auch anders kuratiert natürlich. Das eine dient, ist halt wirklich Live-Musik, was ja ein wichtiges Kulturgut ist. Jetzt haben wir gerade das Publikum angesprochen. Frau Mild, wie würden Sie denn vorgehen? Gerade Pina Bausch ist ja ein renommiertes Haus, was viele Menschen natürlich auch schon kennen, auch aus früherer Zeit, gerne dorthin gehen. Was ist denn, wenn das Publikum alles gerne so weitermachen würde oder behalten würde, wie es ist, auch in den Museen, die an dem Altbewährten festhalten, die vielleicht auch Angst vor Veränderungen haben, die vielleicht da sagen, wir wollen gerne, dass alles wieder so ist, wie es immer ist. Wie kann man die mitnehmen? Wie kann man alle mitnehmen? Na, erstmal gibt es ja kein Haus. Das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch hat das Opernhaus in Wuppertal betanzt und das Schauspielhaus. Und unmittelbar nach dem Tod von Pina Bausch wurde das Schauspielhaus, eines der schönsten Theatergebäude der Republik, geschlossen, weil man sagte, wir wissen ja nicht, wie die Reise weitergeht. Die Oper war saniert worden. In der Zeit hatten alle Sparten im Schauspielhaus gearbeitet. Standen wir eben vor der Situation, dass es dieses Haus nicht mehr gibt. Und es wird weiter das Opernhaus betanzt. Die meisten wissen, das Ensemble tanzt rund um den Globus, war gerade mit 13 ausverkauften Vorstellungen in New York. Wir haben das große Glück, dass auch in Wuppertal alles nach wie vor ausverkauft ist. Aber wir haben eben jetzt am Wochenende mit der großen Aktion Wundertal auf der Sonnborner Straße getanzt, einer unter der neuen Leitung von Boris Scharmatz mit 180 Menschen aus der Stadt und dem Ensemble, und es waren rund 5.500 Menschen da. Die Älteste im Tanzensemble sozusagen des neuen Pina Bausch Zentrums auf der Straße war 88, der Jüngste glaube ich 16. Und also man geht raus zu den Menschen. Man geht raus, also jetzt nicht immer, es gibt Sachen, da geht das ist auch ganz schön aufwendig, aber das war eine
eine solche Energie auch gerade von den Amateuren, die jetzt da 2 Wochen intensiv durchgeprobt haben. Das war ein solches Geschenk, was wir zurückbekommen haben von denen, die jetzt in diesem Projekt dabei waren. Anderes Beispiel für rausgehen ist, gerade die Montagsstiftung Urbane Räume hat gerade ein wunderbares Textilareal in Oberbarmen umgestaltet. Das ist ein Teil von Wuppertal, der einen sehr, sehr hohen Migrationsanteil hat. Sie wissen alle, Wuppertal ist sozusagen das deutsche Manchester. Das heißt, es war mal eine sehr, sehr reiche Stadt. Es gibt viele Menschen, die hingekommen sind, um in der Textilindustrie, in der Chemie und Industrie, in der Metallindustrie zu arbeiten. Und es hat steht exemplarisch mit anderen Kommunen wie Hagen und so weiter für diesen großen Transformationsprozess durch die Änderung der Arbeitswelt. Und da jetzt das Theater, genau. Da ist das Theater als ein neuer Treffpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt heute ein neues Theater, eine neue Kulturinstitution, die soll transdisziplinär sein, also der Tanz soll im Zentrum stehen, weil wir haben das nicht in Deutschland. Es gibt Opernintendanten, Schauspielintendanten, aber die meisten wissen, dass der Tanz immer die fragilste Sparte ist, zugleich die Sparte, die das meiste Publikum bringt. Und der Körper steht im Zentrum. Das ist, glaube ich, für unser Thema auch nicht ganz unwichtig. Das heißt, es wird ein Haus werden, in dem wir gerne die Türen weit offen haben, einen Ort schaffen, in dem möglichst viele zusammenkommen, wo die Küche, da haben wir eben schon drüber gesprochen, das gemeinsame Kochen und auch das gemeinsame Diskutieren im Zentrum sein soll. Und das ist die Vision. Es soll eben keine Parkplätze geben, sondern Fahrradständer zum Beispiel. Und ich glaube, das Erheben der Daten ist wahnsinnig wichtig, um, ich weiß nicht, ob wir es eben schon gesagt haben, Change by Design oder Change by Disaster, ein Bewusstsein zu haben, wo man überhaupt Dinge, Stellschrauben ändern kann. Mhm. Frau Locke, das hatten Sie vorhin auch gesagt, also Datenanalyse, vielleicht auch noch mal ganz kurz, ist wichtig, sie muss sich nur natürlich auch irgendwann umsetzen in Strategien. Also wie wird aus einer CO2-Bilanz eine Strategie? Ja, also wir sehen gerade einen ganz großen Hype in Richtung CO2-Bilanzen und wir können das nachvollziehen und finden das gut, weil wir wissenschaftlich arbeiten müssen. Deswegen brauchen wir diese Daten. Was wir aber leider auch sehen, ist, dass eben in vielen von diesen Förderprogrammen es endet bei der Veröffentlichung der Daten, ohne dass den Menschen, die die Daten erhoben haben, erklärt wird, wie sind die zustande gekommen und was könnt ihr damit anfangen. Das heißt, eigentlich beginnt die Arbeit in dem Moment, in dem ich die Daten da habe, weil ich bilanziere erstmal den Status quo. Mhm. Aber die Idee muss ja sein, dass ich mich von dem Status quo weiterentwickle. Und dafür muss ich überlegen, wie komme ich dahin. Und das braucht ein strategisches Vorgehen. Das heißt, es muss ausgewertet werden, es muss geguckt werden. Ich habe vorhin gedacht, als du deine Folie gezeigt hast mit euren CO2-Emissionen, wie toll wäre das auch mal zu zeigen, wie groß eigentlich der Energie, der Strombubble wäre, wenn er nicht Ökostrom wäre. Und wie toll wäre das zu sehen, wie groß der Mobilitätsbubble wäre, wenn ihr nicht über euren Code of Conduct das geregelt hättet. Das meine ich mit strategischer Auswertung. Wir müssen das vergleichen, wir müssen das mit anderen Häusern vergleichen, wir müssen in die Diskussion gehen. Wie seid ihr denn da runtergekommen? Ist ja total interessant. Wie hast du das jetzt genau gemacht? Hat das funktioniert oder nicht? Wir müssen uns eine Fehlerkultur erlauben, in der wir auch sagen können, die Maßnahme ist total vorbeigegangen. Ja, wir haben vorhin schon gehört, ja, ich kann mich hier hinstellen und kann irgendwie einen Vortrag halten, ich weiß doch nicht, was am Ende bei rauskommt. Und das müssen wir in der Nachhaltigkeitsarbeit uns genauso erlauben. Das heißt, es braucht Reflexionszyklen. Und dann braucht es eben nicht eine CO2-Bilanz, I'm sorry, es braucht mindestens eine zweite. So, und die braucht aber auch wieder Unterstützung. Oder die braucht halt Menschen, die gelernt haben, wie das geht, damit sie es beim zweiten Mal alleine machen können. Ja, also auch da so ein bisschen einfach Vorsicht gerade davor, dass wir, ich habe vorhin gesagt, Nachhaltigkeit ist Arbeit und kein Ehrenamt. Vorsichtig, dass wir nicht die Leute in die Überlastung schicken. Weil wer macht gerade CO2-Bilanzen? Das sind halt die Menschen, die einmal zu laut die Hand gehoben haben im Jurfix. Wie Frau Swass. Und jetzt halt selbst gucken müssen, wie sie diese Arbeit noch zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit umgesetzt bekommen. Und wie gesagt, es endet nicht nach der CO2-Bilanz, es muss dann halt weitergehen. Und die Prozesse, die fehlen mir aktuell noch in den Förderprojekten, so ein bisschen in der politischen Idee. Wer gibt den Impuls? Ist das dann meistens doch, kommt das aus der Direktion? Also es ist schon so, dass sowas von oben
im Grunde genommen zumindest der Rückhalt da sein muss, oder? Dass man sagt, in einem Unternehmen, im Museum, im Theater, Hamid Shahi hat eben gesagt, er ist sozusagen sein eigener Chef, also er kann das selber entscheiden, aber wie wichtig ist das auch, dass das ganze Team vor allen Dingen von oben mitzieht? Die halbe bis die ganze Miete. Es geht nicht ohne. Und das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem von unten anfangen kann, weil oben merkt ganz oft, oh, da passiert was, dadurch, dass unten was passiert. Ich möchte gar nicht sagen, macht unten keinen Lärm, um Gottes Willen. Aber die Frage ist schon immer, ist das angebunden? Also ganz oft geben wir einfach nur den Hinweis, ihr habt doch regelmäßige Jour fixes, zum Beispiel in euren Häusern. Macht da doch einfach einen Tagesordnungspunkt Nachhaltigkeit da rein. Schummelt den dazu, sprecht ein bisschen drüber. Und wir sind ja alle auf einer transformativen Reise. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen alle gütig miteinander sein und brauchen eine Fehlerkultur. Und entsprechend, das würde ich auch immer einer Geschäftsleitung zugestehen wollen, dass die auch mitlernen kann mit der Belegschaft. Und deswegen kommen ganz viele Impulse aus der Belegschaft, interessanterweise ganz häufig so Assistenz der Geschäftsleitung, Referentin für, das ist häufig die erste Anfrage, kommt von dort. Und dann aber natürlich Budgetfreiheit, kapazitäre Freiheiten müssen von oben kommen und größere Veränderungsprozesse müssen von oben eingesteuert und geleitet worden. Und so muss das dann halt zusammenwachsen. Und vielleicht sogar eine Stelle geschaffen werden, explizit. Das ist ja das, was dann am Ende ein Ziel ist. Und Frau Milz, Sie wollten dazu was sagen? Ja, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde. Das Schöne ist ja, dass es wirklich diese Bottom-up-Prozesse gab. Das sind MusikerInnen, das sind DramaturgInnen, das sind Techniker und so weiter, die da zusammengekommen sind und diese AGs gegründet haben. Aber sie brauchen jetzt unbedingt auch dieses Backing von oben. Also es muss eine Top-Down- und eine Bottom-Up-Strategie zusammenkommen. Ich habe eben gedacht, das erinnert mich so ein bisschen an die Prozesse in der kulturellen Bildung und in der Digitalisierung, wo auch am Anfang dann sozusagen die frische Praktikantin oder der Praktikant auf das Thema gesetzt wurde, bis man erkannt hat, dass es eigentlich Kerngeschäft ist. Und selbst da, Digitalisierung, kulturelle Bildung, sind wir noch auf dem Weg. Aber ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass jetzt die Leitungsebene sich ganz klar positioniert. Wir haben eben über Haltung gesprochen. Sie haben das sehr stark eingebracht. Ich glaube, diese Haltung ist extrem wichtig, damit sich eben nicht die anderen verheizen. Also das wird viel diskutiert in der Nachhaltigkeitsbewegung, dass einfach Leute in Burnouts rennen aus den eben beschriebenen Gründen. Also nicht nur bei Fridays for Future, sondern auch in den Kulturinstitutionen. Und das sollte man, wenn möglich, verhindern. Das ist auch, sag mal, das Gute bei dem, was wir im Moment versuchen, bei der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie, die Zeitressourcen, die personellen Ressourcen, die Verankerung in einem Leitbild und so weiter mit zu erarbeiten, ne? Und damit auch eine, sagen wir, so eine strukturelle Grundlage zu geben für das Thema Nachhaltigkeit in der Institution. Und der Impuls, genau, kann natürlich teilweise von unten kommen. Samuel Kramer, Sie haben eben auch gesagt, dass Sie durch Ihre Auftritte oder beziehungsweise dadurch, dass Sie sensibilisiert sind für das Thema, auch viel erreichen konnten. Aber irgendwie auch noch immer nicht genug. Das heißt, fehlt Ihnen da manchmal auch, ja, wie soll ich sagen, eine Form von Radikalität, dass es schneller geht? Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht gar nicht so sehr in Bezug auf die Kunst und Kultur. Also eher im politischen Diskurs. Da wird immer davon geredet, dass man die Leute mitnehmen soll. Und dann denke ich mir jedes Mal, keine Regierung, die wir bisher jetzt hatten, hat mich mitgenommen. Ja? Keine Regierung nimmt den IPCC-Bericht mit auf in ihre Regierungsverantwortung. Also sozusagen, da wünsche ich mir auf jeden Fall Radikalität im Sinne dieser Notwendigkeiten. Ja? Also wir reden immer noch über Klimawandel. Zum Beispiel jetzt jüngst hat so ein verkehrspolitisches Kongress hat irgendwie stattgefunden. Und die Leitung hat gesagt, es geht darum, wie schnell der Verkehrssektor sich nachhaltiger machen kann. Und das ist einfach die falsche Frage, sondern die Frage muss sein, wie kriegen wir den Verkehrssektor nachhaltig bis zum Punkt X, weil er das werden muss. Ja? Und so fehlt mir also eine logische Radikalität. In Bezug auf Kunst und Kultur weiß ich es gar nicht so genau. Ich glaube, auf jeden Fall hat es angefangen,
immer besser zu funktionieren. Und das haben ja auch ganz viele Leute gesagt, in dem Moment, in dem man versucht, es nicht so nebenbei zu machen. Also indem ich nicht mir überlegt habe, ich schreibe jetzt einen Text und da versuche ich das auch irgendwie noch unterzubringen, sondern indem ich mir halt überlegt habe, wie viel Teil meines Lebens kann ich darauf verwenden, welche Verbündeten brauche ich, in welchen Kontexten kann das gut funktionieren und so weiter. Ich finde, da waren schon ganz viele wertvolle Positionen dazu. Ich will es nur mal kurz, Luisa Neubauer hat es, glaube ich, gesagt, wir können die Welt nicht freiwillig retten, wenn Leute hauptberuflich damit beschäftigt sind, sie zu zerstören. Ja, also das heißt, wir brauchen Leute, die genug Zeit dafür haben und in unserem Kapitalismus heißt es eben, die Geld dafür haben, dass sie sich damit beschäftigen können. Ja, und ich glaube, als zweites noch, wir haben jetzt über Fußabdruck und über Handabdruck geredet und Radikalität würde mir sozusagen in Bezug auf Kunst und Kultur würde es mir so ein bisschen fehlen, allenfalls in diesem Narrativ von wir verändern die Werte. Also sozusagen so ein ganz, ganz großer Umweg von wir machen ein Theaterstück und dann schauen die Leute sich das an und dann sind die irgendwas passiert dann ganz subtil in ihnen drin. Ich treibe das jetzt sehr polemisch auf die Spitze. Und dann irgendwann sind die nachhaltiger. Wie wäre es, wenn man sagt, wir machen ein Theaterstück und der Anspruch, also ich finde das immer großartig, ich schreibe es niemandem vor, ja, nicht falsch verstehen. Ich finde es immer großartig, zu hohe Ansprüche zu haben. Das ist, wie man Exzellenz irgendwie zumindest anstrebt. Der Anspruch ist, dass die Leute sich am nächsten Tag auf die Straße kleben. Ja? Weil das ist die Notwendigkeit, die wir gerade haben. Ja? Wir brauchen politischen Wandel. Es ist super, wenn sich ein Museum CO2-neutral macht oder das sich irgendwie auf die Fahne schreibt. Aber was wir brauchen, ist ganz, ganz schnell, ganz, ganz krasser politischer Wandel. Und da würde ich sagen, müssen wir uns auch fragen, okay, ist das vielleicht eigentlich der Punkt, wo wir am ehesten ansetzen könnten? Ja. Ja, ich glaube, Luisa Neubauer war es auch, die gesagt hat, meinte, die Lobbyisten der Vergangenheit sind halt einfach natürlich stärker als die Lobbyisten der Zukunft. Und da haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen immer so dieses Dilemma, in dem wir uns befinden, weil sehr harte, feste Strukturen einfach bestehen. Auch innerhalb der Kultur. Ganz am Anfang haben wir auch mal gehört, dass das Thema Nachhaltigkeit, Frau Lockhart, ich glaube, Sie haben das gesagt, schon relativ spät eigentlich, wenn man ehrlich ist, in Kunst- und Kulturbetrieb auf die Agenda gekommen ist. Kann man das so sagen? Würden Sie das bestätigen? Oder vielleicht Sie, Herr Schari, Sie haben... Ja, also ich merke auch, bei mir ist gerade, ne, wir haben ja vorhin gesprochen, ja, was ist mit dem Spitze, ne, müssen Spitzen der Häuser dahinter stehen und ich merke wieder, da ist die Frage der Struktur und veraltet und so. Mir ist heute aufgefallen, dass bei den Vorträgen, wir hatten ja 4, 5, 6 Vorträge gehabt, ich war der einzige Mann. Und alle anderen waren mutige Frauen und ich sehe auch auf dem Ludwig-Museum, da hat sich wieder eine mutige Frau hingestellt und gesagt, ich mache das. Ne? Und ich frage mich, wenn man diese Häuser anschaut, sind wirklich Strukturen, die sind alt, meistens von Männern geführt und ich wünsche mir einfach auch diesen Wandel dort. Und ich glaube, wenn wir diese Wandel schaffen, mal dort zu bringen, dann würde es auch viel, viel einiges einfacher werden. Ja, ich würde diesen Applaus jetzt mitnehmen und dann in unsere Abschlussphase kommen, dieses Talks. Es gibt noch wahnsinnig viel zu besprechen. Ich habe auch noch viele Themen hier. Was ich rausgehört habe, und das ist auch etwas, was Maya Güppel mal gesagt hat, die Gesellschaft ist teilweise schon viel weiter als die Politik. Das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, weil man sieht, der Wille, was zu verändern, ist da. Es sind häufig private Akteure, es sind engagierte Menschen, Privatpersonen fast schon, die mit viel Leidenschaft und Engagement etwas umsetzen, Nachhaltigkeitsprozesse anstoßen. Und sicherlich wäre es eine große Unterstützung, wenn mehr Druck kommen würde, wenn man auch mehr Unterstützung erfahren würde von allen Seiten aus, aus der Zivilgesellschaft, aber vor allen Dingen auch aus der Politik, damit man auch Druckmittel hat. Ich glaube, Hamid Shahi, Sie haben vorhin gesagt, wenn man sagen kann, die Stadt Düsseldorf hat verboten, dass Sie mit Ihrem Nightliner heute hier auf mein Festivalgelände fahren, ist das viel einfacher, als zu sagen, ich möchte das gerne oder es dient eben dem Umweltschutz, dass Sie das nicht tun.
Manchmal ist es doch hilfreich, wenn man Auflagen hat von oben. Es ist ein Prozess, aber immer mehr Nachhaltigkeitsstrategien werden auch natürlich im Kunst- und Kulturbetrieben implementiert. Und ich bedanke mich bei meiner Runde, bei den engagierten Menschen, von denen wir gerade gesprochen haben. Das ist Bettina Milz, sie ist inhaltliche Koordinatorin und Leiterin der Vorlaufphase am Pina-Bausch-Zentrum. Hamid Chai ist Konzert- und Festivalveranstalter aus Düsseldorf, der schon lange einen Schwerpunkt setzt auf die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Tabea Leukert ist Expertin für nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen und Organisationen und leitet das Institut für Zukunftskultur. Dr. Miriam Swast ist Kuratorin für Ökologie am Museum Ludwig und Samuel Kramer ist Autorin, Performerin, Aktivistin. Schwerpunktthema ist die Zerstörung der planetaren Lebensgrundlage. Danke für Ihre klaren Worte. Vielen Dank an dieser Stelle. Hier ist das Kulturpolitische Forum WDR3. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören. Danke auch ans Publikum. Vielen Dank. Ist denn im Chat vielleicht schon eine Frage? Ich habe das hier auch. Also, nach diesen 4 Stunden bin ich erschöpft. Wahrscheinlich genauso wie die Erde. Und meine Frage ist einfach die, wenn ich habe, wir sind nicht so weit, da haben wir ein Programm, da machen wir das. Wir kennen ja die deutsche Verwaltung und die Strukturen. Glauben Sie überhaupt, dass das alles noch in der Geschwindigkeit reicht, wie die Erde damit zurechtkommt? Das ist meine Frage. Also ich habe das, gehe pessimistisch hier von dieser Runde. Danke. Ja, Samuel, hast gleich das Mikrofon ergriffen. Ich habe überhaupt nicht vor, pessimistisch darauf zu antworten. Ich verstehe aber allen Pessimismus und der ist ja auch, das hast du so schön gesagt, auch so super notwendig. Es gibt eine politische Notwendigkeit, bestimmte naturwissenschaftlich auch gut belegte Konzepte zu absoluten Grenzen zu erklären. Gleichzeitig ist immer wahr und wird immer wahr bleiben, auch wenn wir das 1,5-Grad-Ziel reißen, was politisch meines Erachtens vollkommen sicher ist, wird immer wahr bleiben, dass jedes Zehntel, jedes Hundertstel Grad Klimaerwärmung, jede einzelne Art, die wir bewahren, jedes bisschen Süßwasser, was wir wieder aufbereiten können oder so, Leben rettet und Leben besser macht. Und es gibt nicht die Erde, tut mir leid, die stirbt. Es gibt nur Arten, Welten, Häuser, Systeme, die sterben, die verletzt werden. Und es gibt immer welche, die wir retten können. Und es gibt immer welche, die wir besser machen können. Und das ist, worauf wir uns fokussieren sollten. Das ist das einzig Rationale, was wir in dieser Situation tun können. Trotzdem ist es ganz wichtig, diesen Pessimismus ernst zu nehmen. Und ich möchte einen Wunsch an Sie äußern, weil das habe ich eben in der Runde nicht geschafft. Deswegen habe ich mir auch so ein bisschen das Mikrofon gekrallt. Denken Sie bitte nicht nur über Vermeidung nach in Ihren Häusern, sondern denken Sie über Anpassung nach. Das haben Sie so schön mit eingebracht. Leute kommen jetzt schon ins Museum, weil es irgendwie zu heiß ist. Und das ist nicht nur pragmatisch, sondern das ist auch für den Wandel entscheidend. Weil nur wenn wir uns vorbereiten auf das, was kommt, nur wenn wir das Gefühl haben, dass wir ein bisschen vorbereitet sind, können wir überhaupt akzeptieren, was die Realität ist. Ja? Es wird oft in der Politik so getan, als wäre Affektivität irgendwie was da rauszuhalten ist, ist extrem wichtig. Wir alle haben eine Psyche und wenn das, was auf uns zukommt, viel zu groß ist und tödlich uns erscheint, dann verdrängen wir es einfach. Aber wenn wir uns vorbereiten, wenn wir als Kommune, als Gemeinde, als Theaterensemble sagen, was tun wir denn, wenn es zu wenig Trinkwasser gibt? Was tun wir denn, wenn es so heiß ist, dass man irgendwie in den Keller flüchten muss? Und wir das Gefühl haben, wir haben uns als Gemeinschaft darauf vorbereitet, wir haben Lösungen, wir wissen, was wir tun werden. Wir wissen auch, wie sich unsere Stadt verändern wird, was mit den Bäumen sein wird, dass wir dann andere Arten und so weiter und so fort. Wenn Sie sich damit beschäftigen, dann leisten Sie aktiv einen Beitrag, Leute psychologisch in die Lage zu versetzen, sich mit dieser Krise auseinanderzusetzen und auch diesen Pessimismus zu begegnen. Weil die andere Möglichkeit, die Sie haben, ist verdrängen. Ja, also Sie können sagen, okay, es wird so schlimm, ich drücke es einfach weg, ich gebe einfach auf. Das ist verständlich, aber das ist halt schade. So. Und die andere Möglichkeit ist aktiv vorgehen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, und das ist klimapsychologisch auch gut abgesichert, nicht nur über Vermeidung, sondern über Anpassung nachzudenken. Super wichtig. Und ich glaube, Ihre Häuser sind hervorragende Orte, um da ja, Beispielprojekte zu machen, um da voranzugehen. Ja, hier war auch, hier vorne ist noch eine Dame, die eine Frage hat.
Birgit Ellinghaus, Alba Kultur. Ich arbeite im Bereich des internationalen Kulturaustauschs und insofern war ich sehr erfreut von Frau Mehls, was Sie gesagt haben bei dieser Debatte, die wir gerade führen und über die Handlungsdimensionen, die wir versuchen neu zu definieren, den internationalen Kulturaustausch im Blick zu halten, weil das, was wir jetzt heute hier gehört haben, war sehr bezogen auf die Häuser, die hier vor Ort sind, also diese Luxusräume. Wir arbeiten ständig mit Künstlern aus Afrika, aus Asien. Im letzten Monat hatten wir Musiker vom Aralsee, der zu 10% inzwischen zusammengetrocknet ist. Diese Künstler holen wir hierher und wir werden immer wieder mit sehr negativen Attributen versehen, wie wir es wagen können, Künstler aus aller Welt hier einzufliegen. Wir fliegen sie nicht ein für ein Konzert, sondern für 3 Wochen, 4 Wochen und trotzdem wird all diese Dimensionen bei der Systematik der Förderprogramme nie berücksichtigt. Also von daher möchte ich gerne einfach mal ein Statement wissen, wie der internationale Dialog, der extrem wichtig ist, um die Position auch gerade von denen, die schon auf den Inseln im Indischen Ozean am Ertrinken sind, von denen, die in den Wüsten sitzen, wie wir diesen Dialog hier auch weiter aufrechterhalten können, weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist für unsere eigene Verantwortung in der gesamten Welt und nicht nur hier für unser kleines Deutschland. Danke. Frau Mehls, Sie hatten das tatsächlich vorhin angesprochen, dass Sie gesagt haben, dass es Ihnen auch wichtig ist, Menschen hierher kommen zu lassen, weil der Austausch wichtig ist. Ja, herkommen oder auch hingehen. Also ich glaube nur, dass es hat eigentlich mit dem Anpassen zu tun. Ne? Es kann ja, wir haben das Wuppertal-Institut für Klima, Energie, Umwelt als Partner in unserem System und wir gucken gemeinsam immer wieder drauf, was ist eigentlich eben die Rolle der Kunst, der Kultur. So können, also was wir eben auch schon hatten, wir können wahrscheinlich im Vergleich zur Automobilindustrie oder so ist unser Abdruck minimalst, aber an diesen Fragen, ne, lade ich internationale Künstlerinnen und Künstler ein, wie lade ich sie ein oder jetzt auch für das Wuppertaler Tanztheater Pina Bausch, wie kann ich in Zukunft vielleicht Tourneen anders gestalten? Hat das was mit anderen Dauer, mit anderen Zeiträumen zu tun, mit einem anderen Verweilen? Da ist, glaube ich, eine Anpassung extrem wichtig und ja, ich denke eben, wir sind in einer Luxussituation und müssen uns dessen auch sehr bewusst sein und wir haben in unseren Gesprächen sehr oft diesen Terminus der globalen Empathie. Ich glaube, das hilft uns einfach wahnsinnig, wenn wir in andere Kontexte schauen und eben nicht nur aus den Nachrichten hineinschauen, zu lernen und vielleicht unser Verhalten anzupassen, also bestimmte Flüge eben auf keinen Fall mehr zu machen, andere, wo die notwendig sind, dann eben auch zu ermöglichen. Aber es ist ja eigentümlich, also jetzt die letzten Tage, Frau Kalutz hatte die Heizungsdebatte angesprochen, irgendwie war ich fassungslos gleichzeitig diese Bilder zu sehen aus Norditalien von diesen Umweltkatastrophen und dann Menschen, die wirklich sagen, ist das jetzt irgendwie überhaupt, ne? Und nach der Sommerpause. Also von daher kann man Ihnen vielleicht auch recht geben mit der Ungeduld. Ja, ich glaube, also ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe in der Pandemie, ich dachte, wenn ich wieder in ein Theater gehe, also damals noch im Ministerium, wüsste ich gerne, wie ist die Klimaanlage eigentlich in dem Haus, in das ich das dann hineingehe. Und dann haben wir gemeinsam mit der DTHG alle großen Kulturinstitutionen untersuchen lassen, wie sind die Lüftungsanlagen. Das Programm ist jetzt, steht auch allen kleinen Institutionen durch eine Förderung der BKM zur Verfügung. War ein überschaubarer Betrag, den wir da investiert haben als Ministerium. Und das hat für mich die neue Erkenntnis ergeben, dass etwa 40% des Energieverbrauchs im Bereich der Lüftung liegt. Ich kann das anpassen, ne? Ich kann das ändern und kann damit möglicherweise sogar eine bessere Luftqualität generieren und meinen Energieverbrauch erheblich senken. Finde ich ein gutes Beispiel für eine Anpassung. Aber wäre das dann so, dass man das dann am Ende bilanziert und sagt, da haben wir was gespart, aber deswegen laden wir vielleicht dann das Tanzkollektiv ein, oder, also, weil es ging ja jetzt darum, dass man den Austausch hat
den. Ja, ich will nur sagen, das ist ja das Komplizierte an dieser Geschichte, dass sie genau die Lüftungsanlage und die Einladung des internationalen Ensembles und die Frage, ob sie drucken oder nicht drucken, die Frage, ob sie, welche Energie, das hängt einfach alles zusammen. Und diese Komplexität, der stellen sich, glaube ich, auch die Menschen, die im Moment in den AGs oder als Transformationsmanager sich mit dem Thema befassen. Es ist verdammt kompliziert. Und ich glaube, deshalb ist die Kunst auch so ein guter Ort dafür, weil sie, also wenn man jetzt den Pessimismus des Kollegen da hinten nimmt, die Kunst ist ja ein Ort, wo dystopische Themen durchaus immer wieder verhandelt worden sind. Aber weil ich gestalten kann, hat das auch was sehr Positives. Beuys hat, ich glaube 72, gleicher Zeitpunkt Club of Rome, die 7000 Eichen gepflanzt. Hans Harker hat damals Arbeiten gemacht zu Wasserverschmutzung. Also das ist, finde ich, das Tolle an der Kunst, dass wir diese Themen, die erstmal wirklich schwierig sind, gestaltend auch aufgreifen können. Ja, jetzt würde ich gern doch nochmal den internationalen Aspekt aufgreifen, weil ich glaube, es gibt dann diese Bilanz und ich glaube, Hamid Chai, Sie hatten auch mal so Ideen, was man machen kann, das haben Sie angesprochen, nämlich mit Kooperationen, dass man... Ja, in der Tat, also wir Kulturmenschen sind sehr eitel und mir ging es auch nicht anders, als ich mein Festival gemacht habe, ich wollte unbedingt als Einziger einen bestimmten Künstler auf meine Bühne haben. Und ich glaube, von diesen Gedanken muss man uns verabschieden. Und der 17 Ziel, der Ziel Nummer 17 ist Kooperation. Also Kooperation ist wirklich das eine von den wichtigsten Themen in der Nachhaltigkeit. Wenn wir aus Südafrika ein Schauspiel nach Deutschland, nach Europa bringen, ich sage ganz bewusst nach Europa, das kratzt keinen, ob der Schauspiel auch in Paris und eine Woche später auch in Wien und vielleicht auch danach weiter in Nordeuropa spielt und ausgestellt wird. Und ich glaube, da müssen wir lernen, einfach besser miteinander mit Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern zu kommunizieren, damit auch sein Umdenken stattfindet und nicht diese, nee, das ist nur meine Veranstaltung und deswegen dürfen, ich will unique bleiben und deshalb möchte ich als Einziger die Veranstaltung bei mir im Haus haben. Mhm. Ja. Und mir fällt leider gerade der Name nicht ein, aber vielleicht weißt du noch, Rebecca, oder wir schlagen ihn nach. Und es gibt da ganz viel Bewegung. Also es gibt zwei Menschen, die sich genau mit der Frage beschäftigen, von Residenzen, die sich gerade mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich eine sichere, vertrauensvolle Datenbank schaffen, in der jemand einträgt, welche Künstlerin in den nächsten Monaten eingeladen wird, damit andere Häuser gucken können, ob sie gegebenenfalls darauf aufbauend auch diese KünstlerInnen mit ins Programm übernehmen will. Kriegen wir genau dieses Eitelkeitsproblem gerade so ein bisschen? Geht nicht nur dir so. Aber der passiert gerade ganz wahnsinnig viel. Ja, Punkt. Wir reichen gerne nochmal nach, wer das ist, weil die brauchen unbedingt Pilotprojekte. Ne? Es muss dann aber auch da wieder halt Menschen geben, die mitmachen. Es können nicht immer nur die gleichen Hansel auf der Bühne sitzen. Ja, eine Frage noch dazu, weil dahinter steht natürlich das, was du auch sagtest, dass man vielleicht nicht immer was Einzigartiges hat, sondern dass man, also weil viele Häuser legen ja doch noch Wert darauf, dass sie eine spektakuläre Inszenierung haben, was Einzigartiges, was Besonderes, was das auch wieder Publikum zieht, weil das ist ja auch wieder, also das heißt, wie kommt man denn auch so ein bisschen aus diesem Dilemma raus, in dem sich ja auch der Kulturbetrieb befindet, eigentlich ist es ja das Ziel, was Außergewöhnliches, Spektakuläres, Großes, Buntes, Neues, Prominentes zu machen, auf der anderen Seite aber nachhaltig, ist fast nicht zu vereinen, oder? Kann, glaube ich, die Kuratorin besser beantworten. Ja, Frau Swast vielleicht sonst. Oder Samuel wollte, glaube ich, sonst auch was sagen. Ich wollte nur mal ganz überspitzt sagen, das Problem, was Sie beschreiben, heißt Kapitalismus. Und meines Erachtens wird es ohne die Überwindung des Kapitalismus auch keine langfristige Nachhaltigkeit geben. Also, und da muss man, glaube ich, ich finde Ihre Frage extrem berechtigt und wichtig, aber man darf auch Hand- und Fußabdruck irgendwie, muss man gucken, was ist da wesentlich. Und ich würde sagen, wenn man sagt, wir haben Stimmen, die viel zu wenig gehört werden und die holen wir nach Europa und die holen wir in den Diskurs rein, dann ist das vielleicht einfach entscheidender als der CO2-Abdruck an der Stelle. Und die Kritik ist bescheuert. Ja, also die ist genauso bescheuert, wie wenn Luisa Neubauer oder Greta Thunberg vorgeworfen wird, wie sie irgendwo hingefahren ist. Das ist nicht der Punkt. Ja, die
Politik ist der Punkt. Und da muss man sich fragen, was ist wesentlich? Und wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders, wenn man nicht mit dem Zug fahren kann. Genau. Also da dürfen wir auch nicht dazu beitragen, als Kultur uns sozusagen Teil von diesem problematischen Narrativ zu machen. Es gibt keinen perfekten Konsum im Kapitalismus und das sollten wir auch nicht so tun, als gäbe es das. Ja. Okay, da war noch eine Frage, ja. Okay, ich nehme es mal unter. Annegret Schwiening, ich leite den Landesverband der Musikschulen in Nordrhein-Westfalen. Das ist weniger eine Frage als der Punkt, der mir gerade die ganze Zeit im Kopf rumspukt. Es geht doch darum, dass wir jetzt tatsächlich die politische Notwendigkeit erkennen und Strukturen schaffen. Hier sitzen so viele Menschen, die unbedingt arbeiten wollen. Wir reden immer über Fachkräftemangel und Stellen, die wir nicht besetzen können. Hier haben wir ein Thema, wir haben eine Notwendigkeit, wir haben die Menschen, die arbeiten wollen. Also müssen wir doch mal dringend dafür sorgen, dass die Institutionen Stellen bekommen, damit das passiert. Und wir haben jetzt leider die beiden Vertreter vom MKW nicht mehr hier sitzen. Die Förderprogramme, die wir gehört haben, da geht es immer darum, die Projektförderung noch ein bisschen nachhaltiger zu machen, dass man nochmal was in den Häusern macht. Aber wir brauchen doch Geld für Stellen für die Menschen. Ich habe jemanden in der Organisation, die gerade die Ausbildung macht, Transformationsmanagerin Nachhaltigkeit. Ich will, dass die eine Stelle kriegt. Und ich muss jetzt loslaufen und gucken, wo es die Förderprogramme dafür gibt. Dafür sollte es welche geben und nicht für irgendwas anderes. Wir können das auch gut mit Diversität, mit Digitalisierung, das lässt sich auch gut koppeln. Aber wir müssen die Strukturen schaffen für die Stellen. Und das möchte ich, dass das gesagt wird und dass wir jeder an der Position, wo wir sitzen, dafür sorgen, dass wir diese Stellen kriegen, weil ich würde sie alle sofort einstellen bei mir. Eine Frage noch, ich glaube, dann müssen wir aus Zeitgründen, weil wir noch eine Mittagspause machen wollen und ja in die Workshops gehen. Ja, genau, müssen wir, glaube ich, dann ja gerne noch. Ja, tut mir leid. Also bei der ganzen Diskussion möchte ich gerne noch mal anfügen, dass eigentlich der Erdüberlastungstag war ja Anfang Mai und die Frage, wie viel Kultur wollen wir uns als Gesellschaft eigentlich leisten? Für welches Publikum? Mit welcher Rechtfertigung finden die ganzen Veranstaltungen statt und mit welchem Ziel? Das kam den ganzen Vormittag eigentlich noch überhaupt nicht zu Wort. Also es ich hatte das Gefühl, dadurch, dass wir über Kultur und die Kraft und die Energie und die Prozesse, die Kultur anregen kann, dass wir das besprochen haben, aber ich würde das gerne sonst aber auch Nachhaltigkeit verstanden als Ressourceneffizienz. Und wie effizient ist eigentlich so, ja, die Veranstaltung, die Ausstellung? Mhm. Wen will ich damit erreichen und kann ich mir das als Gesellschaft noch leisten? Also wenn ich da einfach nochmal, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter im Kopf beginnt und mit Werten zu tun hat und mit Wissen zu tun hat. Und da hat Lucia Pietro-Justi, von der ich den Begriff Kuratorin für Ökologie auch geklaut hat, neulich zu mir gesagt, naja, irgendwann glaubten die Menschen, die Erde ist eine Scheibe und dann begannen sie zu begreifen, sie ist eine Kugel und dazwischen ist was passiert. Und das hat sehr viel zu tun mit Diskurs, mit Sichtbarkeit, auch mit Kultur mit und so weiter. Und das fand ich irgendwie ein ganz, ganz eindrückliches Bild, deswegen will ich das hier weitergeben, dass wir unbedingt Kultur, weil Kultur über Sichtbarkeit, über Zusammenkommen, über Zusammenwachsen, über Bildung und so weiter funktioniert. Ohne Kultur wird es gar nicht gehen, weil Wissenschaft alleine, wer liest hier diese wissenschaftlichen Abhandlungen? Aber wer übersetzt sie? Ja, okay, danke. Aber wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich gehen noch mehr Leute mal in eine Ausstellung, in einen Kinofilm oder wie auch immer. Also diese Übersetzungsfunktion von Wissenschaft in Gesellschaft, also nur um nur ein Beispiel zu nennen, ist so zentral wichtig, dass ich da wirklich eine Lanze brechen würde. Ich verstehe absolut, dass diese Frage, die stellen wir uns natürlich auch immer wieder. Aber ich glaube, wir dürfen uns gar nicht klein machen. Im Gegenteil, wir haben noch gar nicht begriffen, wie wichtig wir sind in der Kultur für diesen Wandel, den wir brauchen, diesen im Kopf auch. Frau Leukert, ich wollte noch was dazu sagen, ja. Nee, wir ein bisschen cool. Energie sparen. Es ist vorbei. Wir haben alle Hunger. Ja. Wir sprechen die ganze Zeit über die Politik, die Kultur, die Kunst. Es gibt nicht die Politik, es gibt Menschen, die Politik machen. Und es gibt Menschen, die Kultur machen. Und es gibt Menschen, die Nachhaltigkeit machen. Und es waren vorhin so Fragen wie sinnhaftig ist das alles? Das ist total berechtigt.
die politischen Regelwerke, die es aktuell gibt, in Summe führen zu einer Erderwärmung von zwischen 3,2 und 3,7 Grad. Das ist wissenschaftlich errechnet. Aber hier sitzen ja ganz viele Leute, deswegen, ich werde jetzt selbst so ein bisschen hibbelig, weil ich habe total Lust, mit Ihnen und mit euch gleich zu arbeiten in den Workshops, weil ihr wollt ja alle. Also ihr säßt ja nicht hier, wenn ihr nicht schon irgendwie ein Bewusstsein hättet. Von daher ist das eigentlich, glaube ich, für mich immer nochmal das Wichtigste. Es gibt auch nicht das Festival, sondern es gibt Menschen, also natürlich gibt es das in einer Organisationsform, in einer Rechtsform, aber es gibt Menschen, die ein Festival machen. Und deswegen bin ich so ein bisschen, als von dann nochmal die Frage war, wie emotional darf es werden? Unbedingt muss das emotional werden, weil das ist uns das Menschlichste überhaupt, dass wir Emotionen haben. Und an die müssen wir rankommen. Und deswegen ist es total egal, ob es die Politik oder die Kultur oder wer auch immer ist, nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern vor allem halt selbst anfangen. Das ist nämlich der schwierigste aller Teile, ist der selbst anzufangen. Und wenn das bedeutet, kritische politische Fragen zu stellen, unbedingt, unbedingt. Und wenn das bedeutet, kein Fleisch mehr zu essen, unbedingt. Und wenn es bedeutet, zu sagen, hey, warum fährst du ein 600 PS Auto? Unbedingt. Aber eben in unserer Menschlichkeit. Jetzt essen. Ja. Ja, also das ist, ich glaube, da kann man auch noch mal weiter und länger drüber diskutieren, inwiefern jetzt Kultur und Kunst, wenn ich es richtig verstanden habe, in Frage gestellt werden. Irgendwann, ich glaube, Frau Mild sagte das mal und vorhin auch Frau Kaluza, das Effektivste wäre natürlich, es würde kein Publikum mehr kommen aus der Perspektive der ökologischen Nachhaltigkeit. Frau Mild, ganz kurz noch. Das dürfte man da nicht an den Schluss setzen. Nein. Das ist ja, da gibt es ein schönes Gedicht von Enzensberger, wenn nur die Menschen nicht wären. Wollte ich nur kurz sagen, weil es wäre dann, glaube ich, schlauer, wie Skandinavien hat es schon, ich glaube, Schweden, das Schulfach Nachhaltigkeit und Ökonomie einzuführen. Mhm. Also ich glaube ganz fest, die Kunst ist ein Spezialist für das Neue. Wir brauchen transdisziplinären Austausch mit Wissenschaft und so weiter. Natürlich brauchen wir Publikum wegen dieser sozialen Energie. Reinhard Götz hat übrigens wunderbar darüber geschrieben in der Zeit. Aber dass die Kunst da nicht mehr wichtig ist, das glaube ich überhaupt nicht. Und viele Zuschauer brauchen wir natürlich auch. Dann lassen wir das jetzt so stehen hier. Das ist auf jeden Fall positiver für diese Veranstaltung auch. Ich danke Ihnen allen und ich richte jetzt Frau Kessing noch einmal kurz zum Abschluss auf die Bühne, damit sie die offizielle Verabschiedung hier macht für alle, weil wir treffen uns hier nicht mehr im Forum, also nicht mehr alle gemeinsam heute im Laufe des Tages, sondern Sie gehen ja jetzt in die Workshops und damit wir jetzt einmal noch uns ja hier offiziell verabschieden. Ich mache das auch ganz kurz, weil wir haben jetzt gerade noch mal betont, wie wichtig die Menschen sind. Menschen sind wichtig und Institutionen sind wichtig. Deswegen muss ich und darf ich und will ich ganz unbedingt noch mal dem Ministerium für die Förderung dieser Kulturkonferenz danken. Ich möchte unseren Kooperationspartnern danken. Das sind vor allem die 5 rheinischen Büros des Programms der regionalen Kulturpolitik, auch für die langjährige Treue, mit der ihr uns immer begleitet und unterstützt und uns fordert. Ganz herzlichen Dank auch an WDR3 Kulturradio. Es wird dazu beitragen, dass dieses Thema auch noch mal weitergetragen wird bei der nächsten Übertragung. Vielen Dank, Frau Backhaus, für die Moderation. Ein ganz herzliches Dankeschön an die Referentin. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich wusste gar nicht, wem ich jetzt am liebsten zugehört habe. Das werde ich irgendwann zu Hause entscheiden. Aber ich würde Sie alle wieder gerne hören. Dann waren wir hier nicht nur zu Gast, sondern wurden auch noch gastlich aufgenommen. Das geht besonders an das Rautenstrauch-Joost-Museum, aber auch an die Karl-Rahner-Akademie. Da finden die meisten Workshops statt. Den Weg werden Sie ganz einfach finden, ist auch ausgeschildert. An die wunderbare Veranstaltungstechnik, das ist ja doch immer wichtig, vor allem wenn man nicht merkt, dass irgendwas nicht klappt. Und das ist mir jetzt das Allerliebste nochmal, ich stehe hier auf der Bühne, durfte vorhin auch ein bisschen was sagen, aber dass das hier so gelungen ist, das liegt an diesem wunderbaren Team, die diese Ideen haben, die das umsetzen und den ganzen Bogen bis hinterher zum Aufräumen stemmen. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Gedanken. Und der Dank
auch für die gute inhaltliche Vorbereitung, gehört dahin. So, und natürlich ein allerletzter Dank und ein kleiner Ausblick. Vielen Dank, dass Sie da waren. Nehmen Sie das Thema mit, diskutieren Sie gleich weiter. Auch auf den Tischen stehen so kleine Schilder, die stehen da nicht umsonst. Diskutieren Sie übers Essen und kommen Sie nächstes Jahr wieder. Wir setzen das fort. Vielen Dank.